Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist der letzte Tag oder vorletzte Tag vom Event. Machen wir heute mal einen kleinen Abschluss, weil viel wird nicht mehr kommen. Ich habe noch ein Shiny Ammonitas gefangen. Das blende ich euch hier ein. Besser spät als nie. Hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Aber für Kabuto sieht es schlecht aus. Wie gesagt, letzter Tag. Und 100er Aerodactyl haben wir hier auch nochmal eine Chance. Ich habe zwei Quests, zufällig heute früh gefunden. So, entwickeln wir mal ein Kabuto. Dann schauen wir mal. Zwei Chancen, 1-1, 18. Vielleicht kommt es ja, man weiß nie. An sich, Event war ganz cool. Wir gehen noch genauer, gleich genauer drüber. So, jetzt mal Kabutops wieder einmal verschicken. So. Der wird echt missbraucht, nur um die Quest immer zu erfüllen. So. Hoffen wir, dass es nicht wieder abstürzt. Also hängen bleibt, meine ich. Und 1095. Nummer 2. Und 1093. Leider nicht. Leider nicht. Also, anlässlich des Gesteins-Events werde ich noch zwei Gesteins-Pokémon auf Max pushen und währenddessen über das Event an sich reden. Dann haben wir als erstes. Wie heißt der auf Englisch? Boah, ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt. So. So können wir den auch finden. Und zwar Stolos. Wollte ich schon lange maxen. Der wird immer ausgewählt. In Raidkämpfen und so. Hier. Erster Satz, KP, Angriff, Defense, 15. So. Und los geht's. Also, Event an sich war cool. Abenteuerwoche bzw. Gesteins-Event. Und es war echt ein Abenteuer. Wir waren in verschiedenen Städten. Ich war in Salzburg, Ingolstadt, Augsburg. Allein wegen dem Bonus 4200 pro neuen Stop mit Glücksei, was schon richtig krass ist. Ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt. Also Dennis, aber ich weiß den Twitter-Namen nicht mehr, tut mir leid. Werde ich vielleicht unten verlinken, wenn ich dran denke. Hat einen neuen Account angefangen während des Events und innerhalb von 5 Tagen Level 40 erreicht. 20 Millionen EP gemacht. Und das hat sogar die Runde gemacht in den ganzen News-Seiten und Gruppen und so. Respekt, Shoutout an ihn für die geile Aktion. Ja, ich habe auch ein paar Millionen gemacht. Ich weiß, viele, die haben echt da reingehauen und eine Menge EP gemacht. Ansonsten, die Shinies waren cool, Ammonitas habe ich jetzt, Kabuto habe ich noch nicht und Aerodactyl war auch cool. Die Quests waren ganz cool, die Aerodactyl-Quest hat mir gefallen, die Sonderbomben-Quest hat mir gefallen, die Onyx-Quest hat mir eigentlich auch gefallen. Problem war, die war ein bisschen zu häufig. Die zwei anderen waren richtiger Fail, also das mit 3 Buddy-Kilometer für ein Kabuto oder so und 2 Eierbrüten für ein Ammonitas. Ist halt ziemlich sinnlos, wenn überall Ammonitas und Kabuto sind. Selbes gilt für die Raids. Aerodactyl Raid war geil. Abgesehen von dem leider nicht so viel. Und oh, da ist er schon auf Max. 3004, das ging schnell. Nur 100% kommt über 3000. Bam. Einen habe ich noch. Und zwar. Wo ist der Typ? Muss ich erstmal entwickeln, hier. Anorith. Zu, keine Ahnung, wie seine Weiterentwicklung heißt. So. Der war auch relativ häufig. Was war alles häufig? Ja, Kabuto. Onyx halt gar nicht. Also viele Gesteins-Pokémon vom letzten Jahr nicht mit dabei. Onyx, Podrod, Lavita, Aerodactyl. So, IV-Check. Also Lavita gar nicht. KP, Angriff, Defense, 15. Lavita halt nur im. Lavita haben sie sich halt wahrscheinlich aufgehoben wegen dem C-Day. Aerodactyl nur in den Quests und in den Raids verfügbar. Das fand ich gut. Dass man halt nicht alles fangen muss oder fangen konnte, sondern auch mal raiden oder questen musste dafür. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich habe sogar eine kleine Tour gemacht, nur um Aerodactyl Raids und Quests zu machen. Also das hat mir sehr gefallen. Reduzierte Kilometer für den Buddy. Unterschätzt, aber hat mir auch sehr gefallen. Vor allem, weil ich ja immer mit Legendären rumlaufe.
Da musste ich anstatt 20 Kilometer nur 5 Kilometer laufen. Da habe ich auch eine Menge Candies jetzt mit Mewtwo gesammelt. War auch eine coole Aktion. Ja, und dann die Boxen waren okay. Gab es halt viele Inkubatoren drin. Ich habe jetzt keine davon genutzt, keine Box gekauft. Aber für alle, die eine Menge brüten, hat sich die Box auf jeden Fall gelohnt. Es gab Latios, es gab Ho-Oh, das war jetzt unabhängig vom Event. Es gab auch Alola Kokowai, der schnell wieder wegging. Der hat für eine kurze Zeit sogar das Event ein bisschen gestört, weil dadurch die Fossilien, Kabuto, Ammonitas seltener waren. Weil er musste ja auch irgendwie spawnen. Das hat eine Menge gestört, weil die noch auf der Shiny-Jagd waren. Und es ist halt schwierig, die als Shiny zu finden, wenn überall Kokowais spawnen. So. Mach mal den noch zu Ende. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Event. Wie fandet ihr das Event? Habt ihr eine Menge EP gemacht? Habt ihr andere Städte abgecheckt? Habt ihr alle Shinies? Habt ihr eine Menge Bonbons mit eurem Buddy gemacht? Mit wem seid ihr gelaufen? So. Ah, das kann noch ein bisschen dauern. Dachte, ich hätte einen Hörgen gefangen, aber leider doch nicht. Mogelbaum, auch noch ein Gesteins-Pokémon. Der wird aber demnächst separat noch gepusht. Naskinet und Lillip. Das war auch cool, dass die gespawnt sind, vermehrt, weil die sind relativ selten. Hab aber von den beiden leider keinen guten erwischt. So. Amaldo, so heißt der Typ. Genau. Jetzt wissen wir es. Sieht eigentlich ganz cool aus, ganz stark, aber ist es leider nicht. Ich habe eine Top 5 Gesteins-Pokémons Liste gemacht. Der war da leider nicht drauf. Ah, Lunastein können. Ah, nee, können wir nicht. Ich habe nicht genug Bonbons, aber Lunastein. Lunastein-Raid gab es auch, genau. Habe ich eingemacht, richtig selten. Da habe ich noch einen zum Pushen, aber noch nicht genug Bonbons. Und Sonfeld gab es auch, aber nicht bei uns leider. So. Immer noch ein Weilchen, bis der auf Max ist. Also der war doch niedriger als erwartet. Jetzt haben wir es endlich gleich. 2,6 knackt er. Solide Werte. Alles über 2,5, 2,6 ist stabil. So. Auch wenn WP eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Und letzter oder vorletzter Push? Vorletzter. Jetzt kommt der letzte. Ah, knapp unter der 2,7. Hätte ich nicht erwartet, dass er so hochgeht. 2,6,7,5. Bam. Gemaxes Amaldo und gemaxes Stolos endlich. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie gesagt, eure Meinung zum Event unten in die Kommentare. Wie mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.